Hallo zurück zu Einfach Wissen, heute mit einer traurigen Botschaft. Helmut Berger ist verstorben und das Ganze im Alter von 78 Jahren und damit kurz vor seinem 79. Geburtstag in Salzburg. So teilt es zumindest seine Agentur mit. Wie gesagt, es war kurz vor seinem 79. Geburtstag. Am 29. Mai hätte er diesen feiern dürfen. Geboren wurde im Jahr 1944 in Bad Ischgl. Ja, uns allen ist Helmut Berger auf jeden Fall ein Begriff. Wir alle haben viele Erinnerungen an ihn, die einen mehr, die anderen weniger. Er ist wirklich eine Schauspiellegende. Geboren wurde er damals in Bad Ischgl. Ich habe es, glaube ich, eben schon erwähnt, am 29. Mai 1944. Er war einfach eine der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten im europäischen Kino und das quasi in den 60er und 70er Jahren. Ja, Berger begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren und wurde dann auch schnell zum gefragtesten Darsteller eigentlich in Europa. Sein Durchbruch erfolgte dann quasi im Jahr 1969, als er die Hauptrolle des Films Die Verdammten als Hauptrolle hier auftreten durfte. Diese Rolle brachte ihm auch die größte internationale Anerkennung ein und er etablierte sich danach auch tatsächlich sehr, sehr schnell als einer der führenden Schauspieler in seiner Generation. Ja, in den folgenden Jahren arbeitete Berger dann mit den renommiertesten Regisseuren zusammen, eigentlich der ganzen Welt, und spielte in Filmen wie Die Schlange, Ludwig II., Die Zeit mit Katharina. Was zeichnete Berger eigentlich am meisten aus? Das kann man eigentlich sehr schwierig nur beschreiben, aber ich glaube, man würde es zusammenfassen, würde sagen, es war ja eine Präsenz, die geradezu magnetisch war, eine darstellerische Leistung, die so viel Kraft hatte und einfach eine Fähigkeit, auch komplexe Charaktere einfach darzustellen und sie auszufüllen und sie wirklich so dastehen zu lassen, dass man wirklich eine hundertprozentige Authentizität auch daran wiederfindet. Ja, neben der Arbeit im Film war Berger aber auch im Theater aktiv. Er trat in verschiedenen Produktionen auf. Ja, sein Talent und sein Aussehen machten ihn ja zu einer Ikone des deutschen Kinos und zu einem der wichtigsten Vertreter des Arthouse-Kinos. Ja, im Laufe seines Lebens kämpfte Berger natürlich auch mit persönlichen Herausforderungen, wie wir sie, glaube ich, alle haben. Darunter auch Alkohol- und Drogenprobleme. Dies beeinträchtigt seine Karriere und führte zu Phasen der Inaktivität. Dennoch blieb er in der Filmbranche sehr präsent und trat auch in späteren Jahren in verschiedenen Produktionen auf. Helmut Berger hinterlässt ein sehr, sehr bedeutendes Erbe im europäischen Film und wird als eines der herausragenden Schauspieler seiner Zeit in Erinnerung bleiben. Sein Talent, seine Charaktertiefe und sein einzigartiges Aussehen haben Generationen von Filmemachern und Schauspielern beeinflusst. Wir danken dir, Helmut Berger. Ruhe in Frieden.